Schön, Cheva im Bohren und herzlich willkommen zum 53. Mal bei unterwegs daheim, der Reisepodcast auf Schweizerdeutsch mit der Larissa und dem Erik. Schön, Cheva im Bohren heisst so viel wie: Wir verlassen Brasilien, wir gehen weg. Unter diesem Stichwort können wir bereits vorausnehmen, es wird unser letzter Podcast in Brasilien sein. Wir werden nächste Woche eine Woche aussetzen mit dem Podcast, um einfach noch ja, die letzte Woche einfach in vollen Zug zu geniessen. Unter dem Stichwort auch, dass wir Social Media vielleicht mal pausieren Woche, schauen wir noch so ein bisschen, wie das da geht. Einfach, ja, dass wir noch so ein bisschen alles können aufnehmen von diesem schönen Land. Genau. Stern die letzte Episode aus Brasilien, weil wir werden noch eine machen, aber das mal wieder für unsere englisch sprechenden Hörerinnen oder internationalen Hörerinnen und Hörer eigentlich mehr. Von dem her, wenn ihr wollt, natürlich auch die könnt ihr schauen. Es wird einfach ein Rückblick sein über die ganzen 3 Monate hier in Brasilien. Und, aber ja, du hast gesagt, Social Media Pause werden wir doch ein bisschen einlegen, schnell für die letzte Woche hier voll nochmal zu geniessen, wo wir haben irgendwie. Und ja, wir werden glaube ich auch nichts mega Spannendes machen, von dem werden wir nicht viel verpassen. Aber eben, die Sehnsucht haben nächste Woche, dürft gerne bei der englischen Episode reinhören. Und die möchte ich glaube am Schluss erzählen, wo es dann für euch wahrscheinlich in 2 Wochen dann weitergeht, wo und wie es wir dann sind. So ein kleines Ding. Aktuell... Oder was hast du? Darum, ich wollte sagen, darum werden wir eigentlich auch in diesem Podcast euch einerseits ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben die letzten paar Tage, was nicht sehr viel war. Darum haben wir auch gedacht, weil es die letzte deutsch sprechende Episode ist von Brasilien, dass wir eigentlich auch noch so ein bisschen eine Zusammenfassung machen, ein bisschen Recap, wie ein bisschen spielerisch, genau. Wie unsere Jubiläums-Episode, dass da noch ein bisschen eine volle Ladung Brasilien kommt. Genau. Aber wir haben jetzt heute mal keinen Walking-Podcast gemacht. Zum einen, weil wir immer noch in Itacaré sind. Also das Dörfli habt ihr eigentlich schon gesehen. Hat es natürlich auch gerne gemacht, aber vielleicht hört ihr es ganz leicht im Hintergrund. Wir sind hier unter einem durchsichtigen Wellblechdach. Ich weiß nicht genau, was der Begriff ist. Aber entsprechend, wenn es drauf regnet, vielleicht hört ihr es, ist es einigermaßen laut. Und eben, bei diesem Regen ist es natürlich ziemlich schwierig, einen Podcast unterwegs aufzunehmen. Und ja, es ist eigentlich ein guter Einstieg hier drin, weil wir haben in Itacaré bis jetzt ziemlich viel Regen verwünscht. Es ist leider, das erste Mal in Brasilien, wo wir so ein bisschen, ja, für sich ein Pech hatten, dass es halt ein paar Stunden am Tag regnet. Aber ich glaube, wir fangen voran, und zwar in Salvador, wo wir ja, die Reise antreten auf Itacaré. Wie kommt man von Salvador auf Itacaré, weil es so eine klassische Reiseroute eigentlich ist, wenn man hier in Brasilien an der Küste unterwegs ist? Das erste Transportmittel ist eines, das wir in Brasilien noch nicht gebraucht haben, nämlich eine Fähre. Sogar eine Autofähre, wir hatten jetzt kein Auto. aber ja, was ist das gegangen? Halb Stunde? Eine Stunde ist sie schon. Eine Stunde ist sie gegangen. Und es war recht gemütlich. Es hat so ein bisschen an Südostasien erinnert, wo wir sehr viel mit Fähren unterwegs waren. Und anschliessend mussten wir dann noch einen Bus nehmen, was ich muss sagen, ist recht ein Pain in the Ass gewesen. Es war eigentlich nicht eine lange Strecke. Ich sage, mit einem Auto wäre es machbar gewesen, 4 Stunden. Wir hatten sicher 6 bis 7 Stunden. Wir haben einfach wirklich in jedem Kaffee gehalten. Und das Auto sehr langsam ist gefahren, was ja sicherheitstechnisch gut ist, aber es ist auf die Nerven gegangen. Genau, das Gäbige ist, die Fähren fahren eigentlich alle Stunde. Es ist nicht eine grosse Distanz. Aber es ist so wie eine Bahia, also eine Bucht eigentlich, was halt überquert und dann so wie eine Abkürzung ist für dann zum Bus. Und die Busse fahren auch mehrmals am Tag, also kann man glaube ich online buchen. Wir sind dann irgendwann am Abend spät angekommen, haben unser Airbnb bezogen und ja, so ein bisschen die anstrengende, eigentlich nicht mega lange Reise im Verhältnis zu anderen Reisen, die wir hatten, aber gewisse sind einfach irgendwie mühsamer als andere Reisen. Und das kann man aber nicht so voraussagen, das war sicher eine der mühsameren, wo es nicht so lang war. Es war nicht so lang. Und ich habe unterwegs ein Hundereel geschnitten, für die, die es noch nicht gesehen haben, und Social Media haben, sei es Instagram oder Facebook. Geht euch dort noch reinschauen. Wie ihr wisst, wir sind sehr hundeaffin. Hier nebenan ist auch ein Hündchen, das auch ein bisschen ladiert aussieht. Und ja, da so einen Zusammenschnitt gemacht von den Hunden, die wir im letzten Jahr so ein bisschen begegnet sind. Ja, Itacaré, was war so der erste Eindruck, als wir hier angekommen? Also, eben, jetzt werden wir vom Regen hier überrascht, aber wir ziehen es jetzt mal durch. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Yeah. Ja, Itacaré, wir sind ja eben letzte Woche schon rumgelaufen. Was war so der Eindruck? Wir haben ja noch nicht darüber geredet eigentlich. Ich habe es eigentlich recht schön gefunden, gerade von Anfang an, weil es ist touristisch, aber nicht sehr touristisch, nicht ultra touristisch. Es hat wie keine Souvenirshops eigentlich. Es hat viele
lokale Läden mit lokalen Kleidermarken, die sie anbieten. Es hat viele Surfshops. Aber es ist gleich recht weitläufig. Es ist eigentlich weitläufiger, als ich mir es vorgestellt habe. Mhm. Und das Weitere war der Strand, der direkt im Itagaré vordran ist, ist nicht wirklich ein Badestrand. Das ist das, was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Mhm. Das ist mehr so ein Hafenstrand. Ja, genau. Nebendran hat es einen. Das ist schon ein eigentlich, glaube ich, ein gäbigerer Badestrand, weil er so ein bisschen in einer Bucht innen liegt und entsprechend nicht die Atlantikwelle reinkommen, weil es eben jetzt für Familie oder so ideal ist, um gemütlich zu baden. Wiederum die guten Surfstrände sind sicher die vierte Stunde von hier zum Laufen. Mindestens, und es hat jetzt nicht gross ein Bus-System oder so. Also man muss immer einen Strand laufen. Von dem her geht es eigentlich recht gäbig. So. Hier aber man muss halt immer ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wie hat es dir gefallen, so der erste Eindruck? Eigentlich gut. Also es ist wirklich, nebst dem Regen, den ich sehr verwünscht hat, ein herziges Dörfli, eine grosse Strasse, wo sich alles dran befindet, wo wir die ersten paar Tage nicht waren. Wir waren ein bisschen ausserhalb. Mhm. Und dann bist du jeden Tag automatisch 10-15 Minuten gelaufen, bis du bei dem Restaurant warst. Aber jetzt sind wir umgezogen, sind hier in einem Hostel. Und da ist es recht gemütlich, wenn man hier vor in der Marktgasse ist, sozusagen von Bern. Und vielleicht auch noch so ein bisschen, dass du so eine Ahnung hast, was wir jetzt so für ein Airbnb oder ein Privatzimmer hier gezahlt haben. Für ein Airbnb, das eben ein bisschen ausserhalb liegt, sprich eben 10 Gehminuten vom Zentrum, haben wir pro Nacht etwa 25 Franken zwei gezahlt. Ja. Und genau so. Jetzt hier im Hostel haben wir auch das Privatzimmer genommen. Da zahlen wir jetzt auch gleich viel, aber der Standard ist viel, viel tiefer in diesem Zimmer hier als im Airbnb. Was mehr Grund ist, dass wir heute schon wieder wechseln. Und vor allem auch ein bisschen AC brauchen, weil es wird wirklich recht warm. Ja, und dann hast du auch den Ventilator, der kühlt dich bis zu einem gewissen, aber schon nicht ganz. Das ist das Gleiche, wenn du eben für einen gleichen Preis ein bisschen mehr Standard kannst haben und halt ein bisschen außerhalb. Aber eben, ich glaube, die Mischung macht es aus. Und wir haben jetzt hier eine gute Zeit gehabt, wäre auch total 10 Tage hier geblieben sein. Bis wir dann von hier weitergehen. Und mich immer wieder verlängert. Ja. Wir waren so, sollten wir noch an einen anderen Ort hergehen? Wir haben gefunden, wir bleiben noch. Mitgrund ist, dass wir mega viele coole Leute lernen können und mit denen eigentlich auch sehr viel Zeit verbracht haben und Sachen unternommen. Und dann können wir doch darauf sprechen, was kann man hier so machen in Itagaré. Genau, das eine habe ich schon erwähnt, das ist die Concha Beach, heisst die, Praia Concha, was Muschelstrand heisst eigentlich. Ich habe zwar nicht viele Muscheln gesehen. Ich auch nicht. Es ist sicher ein mega schöner, wie sagt man dem? Steg, so ein natürlicher Steg, sage ich jetzt mal, von Steinen, der rausführt zu einem sehr wüsten Leuchtturm. Ich glaube, der Wüste ist schon in meinem Leben eher gesehen. Er ist ein viereckiger Leuchtturm, und sieht aus wie ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, wirklich. Ich weiss, der Zweite Weltkrieg war nicht hier, aber etwa so sieht es ein bisschen aus. Aber sonst, die Aussicht ist sehr schön von dort. Der Bastelstrand, der gerade hier in der Nähe ist, sage ich jetzt mal. Und der zweite ist die Praia Tiririca, oder? Genau. Das ist so ein bisschen der Place to be, sage ich jetzt mal, wenn es für die Jüngeren oder so für die unserem Alter. Also für uns? Für uns Jüngeren? Nein, wir sind voll hier im Altersschnitt. Wir sind wirklich im Schnitt, Eben, Surf ist der ganz gross, hat gute Shortboard-Wellen und ein Skatebowl hat es auch, wo eben entsprechend jetzt gerade einen Sonntag, wo wir sie ankommen, oder am zweiten Tag, ziemlich Show-off war von den Jungs, wo dort rumgeskatet oben sind. Ohne Muskeln zeigen, Posen. Genau. Und die Kleinen, der Nachwuchs, die du auch schon siehst, so 5-6-jährige Stünkle, die dort den Bowl herumfahren, natürlich noch nicht so viel drauf haben, aber die Attitude haben sie schon ziemlich. Ja, und du, die sind abgelöst. Weißt genau, die werden 5 Jahre hier ihre Show abziehen. Und sonst den Strand habe ich auch recht schön gefunden, wenn man nicht geht surfen. Das Problem ist immer so, dass einen brasilianischen Strandbesitzer, sie haben einen enormen Wechsel von Ebbe und Flut. Und die Flut überrascht einem eigentlich immer, obwohl man sollte wirklich in Brasilien nie am Meer den Rücken zukehren. Das ist schwierig gemacht. Also überrascht. Es kommt schrittweise, wenn die Flutwelle kommt. Aber es ist immer so, es lenkt noch nicht. Dann kommt eine, dann macht es zack und dann ist eigentlich alles nass. Hat uns auch wieder ein paar Mal verwünscht hier. Aber sonst, der Strand selber ist sehr, sehr schön, weil es hat eigentlich keine grosse Häuser rundherum. Es ist sehr, sehr naturbelassen. Sehr viel Grünfläche, sehr viele Palmen. Also eigentlich wirklich ein Paradies. Ja. Und ich hatte ein kleines Highlight gehabt am Strand. Ich hatte zwar 2 schlechte Surftage, aber einen guten Surftag, beziehungsweise vor allem eine gute Welle, was ich wirklich geschafft habe, mit einem Shortboard eine saubere Welle gegen links zu fahren, hin und her. Und so ein bisschen, das war so ein bisschen mein Highlight von hier. Wo, eben, vom Longboard ist es nicht so eine Sache, aber vom Shortboard ist es halt viel schwieriger. Und
es kommt langsam, aber es braucht sehr viel Geduld und Ausdauer irgendwie, da dran zu bleiben. Hey, noch eine kleine Side-Story, die nichts mit dem zu tun hat. Meine Mami hat mir gesagt, dass wenn ich das Mikrofon in der Hand habe, ich konstant ein kleines Finger so da oben habe, wie eine English Lady drinking tea. Jetzt gebe ich mir wieder den Finger drunter zu behalten. Nicht mehr wundern, ob das sonst jemandem ist aufgefallen. Du verscheissen sie, du hast den verkehrten Weg, was es überhaupt gibt. Hast du mich gesponsert von DJI? Aha. Hier wärst du das L drauf, das der Erik markiert hat. Gut. Ja, Strand ist vor allem hier das Ding. Und dann gibt's, also es gibt XX Strand, aber das sind die zwei, die eben in der Nähe liegen. Wenn man für einen Tritt gehen will, braucht es ein bisschen mehr Planung oder ein bisschen mehr Commitment. Mhm. Und zwar ist es Praia Prainha. Prainha. Kleiner Strand heisst ja, Strandsträndli. Strandsträndli, genau. Ja. Und das ist eigentlich eine Wanderung, kann man sagen, die man dort her macht. Wir sind da in einer Gruppe losgegangen. Also Wanderung, sagen wir mal, ist eine Stunde gegangen, aber für das wir uns hier nicht so viel bergauf, bergab bewegen, kann man sie so ein bisschen als kleine Wanderung nennen. Es war auf einem Trail gewesen, also kann man. Genau. Wir haben vorhin schon darüber diskutiert, wenn ich es laufen und wenn ich es wandern. Wir sind in Flipflops gegangen, andere haben ihr Wanderoutfit angehabt. Ja. Barfuß zurückgelaufen. Ja. Ich würde sagen, der Erik stand sehr naturverbunden, barfuß zurückgelaufen und hat so da, wie es nicht wehtun, über Kies zu laufen. Aare-Training. 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 20 Sporen zu Belb. Bist trainiert. Und das war eigentlich ein schöner Walk, weil es ist eben so ein bisschen bergauf, bergab gegangen. Es ist durch einen Wald gegangen. Regenwald nehme ich an. Durch einen Dschungel ist es gegangen. Es war auch schön gewesen. Und dann, als wir dort ankommen, haben alle mega viel so Essen und Wasser und so mitgenommen. Weil alle haben gesagt, hey, das ist so eine Remote Beach. Das heisst, es hat wie nichts, es ist echt Natur. Es hat aber dann einen Stand gehabt, der Kokosnusswasser verkauft hat. Aber es hat eigentlich wirklich fast nichts gehabt. Es hat wirklich den Dude gehabt. Und wir haben uns so gefreut auf so ein kaltes Kokosnusswasser, was das Highlight war. Wir haben dann dort ein bisschen gesündelt, ein bisschen gewesen und haben alle zusammen Portugiesisch gelernt. Weil ich habe mein Portugiesisch-Büchlein, also wo ich selber die Notizen drin gemacht habe, vorgenommen. Und Erik so ein bisschen abfragen. Und dann plötzlich haben sich alle um uns herum versammelt. Und das ist eigentlich auch etwas mega Schönes, was ich von hier erwähnen möchte, dass eigentlich die meisten Backpacker mega Lust haben, hier die Sprache zu lernen. Und nicht einfach so, sie reden Englisch und fertig. Sondern sich wirklich irgendwie Mühe geben, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen, weil es halt echt so eine schöne Sprache ist. Ja, eben, und es zielt auch darauf ab, eben, was für ein Publikum Brasilien anzieht. Eben, es hat sehr wenige 19-Jährige, die die erste Reise machen. Eben, da geht man eher auf Thailand, auf Asien. Und hier jetzt endlich so ein bisschen die erfahreneren Backpacker, ja, die jetzt nicht die erste Reise machen und meistens auch nicht die erste Reise auf Südamerika machen, sondern irgendwo schon mal waren, Spanisch gelernt haben, eine gewisse spanische Basis haben und entsprechend sich so Brasilien herentasten. Mhm. Das ist sicher der einfachste Weg zu Brasilien oder so in dem nächsten dazu herkommen. Aber eben also auch für alle anderen, die noch nicht in Südamerika waren, ist es ein Land, das man direkt ansteuern kann und man durchkommt mit ein bisschen Englisch und ein bisschen Google Translate. Ja, das geht schon. Das geht gut, ja. Genau. Und sonst verständigt man sich irgendwie mit Lachen und Hängen auf Füssen. Sie nehmen es einmal absolut nicht übel, wenn man nicht Portugiesisch kann. Sie verstehen es manchmal nicht so, dass man es nicht so gut kann, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Aber sonst, ihr müsst nicht irgendwie Respekt haben, auf Brasilien zu kommen, wenn ihr kein Portugiesisch könnt. Das geht gleich. Genau. Ja, dann haben wir noch eine zweite Wanderung. Nein, das ist keine Wanderung. Das ist wirklich eine Wanderung. Das war ein Strandlaufen. Aber auch sicher 20 Minuten so durch einen wunderschönen Wald durchgegangen, wo man mit einer Busfahrt her muss. Und das ist ein kleiner belebterer Strand, also man konnte dort essen dort und Surfbrett mieten. Wie hat es Engenossa Beach? Oka ist es, glaube ich. Es hat kein Engenoka. Engenoka. Praia Engenoka. Ja, whatever. Whatever, schaut es nachher, wenn ihr da seid. Ihr werdet es einfach auch nicht voll bekommen. Ja. Weiter ein schöner Strand, wo wir einen Strandtag hatten. Und ein Surftag. Genau, ein Surftag, der etwas weniger erfolgreich war, aber es gehört eigentlich dazu. Irgendwie. Genau, also die Idee wäre eigentlich, so einen Four Beaches-Track zu machen, also durch vier Strände durchzugehen. Wir sind am ersten Strand bleiben hocken. Ein paar von unseren Gruppen sind noch weitergegangen, aber sie haben dann gesagt, nicht der erste ist mit Abstand der schönste. Und darum, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, dass man ein bisschen aus Itacaré-Städtchen noch ein bisschen rausgeht. Mhm. Ein bisschen die Küste erkundet. Ich glaube, wir können noch viel mehr, als wir gemacht haben. Aber eben, wie gesagt, was hier ein negativer Punkt ist, die Fortbewegung ist ein bisschen schwierig. Ja. Es hat kein Uber, es hat eigentlich sonst, es hat sehr, sehr wenig Taxis. Und noch wenn es Uber hat, es hat fast nie einen Empfang, wenn du ein bisschen wegfährst im Zentrum. Also an den Strand, wo du überall warst, hast kein Empfang, weil es sehr chillig ist. Aber wenn du dann ein Uber möchtest rufen, wärst du ein bisschen verloren. Auf jeden Fall.
Ja. Ja. Und dann haben wir noch ein kleines Update zum Acarache, oder auch ich kann ich das sagen. Larissa hat es ja schon probiert, leider ohne Bildmaterial, weil wir das letzte Mal das noch nicht einblenden entsprechend. Ich habe das jetzt noch mal probiert und Larissa und sehr viele andere waren sehr kritisch gewesen, denke ich, haben gesagt, es fischelt stark, es ist nicht fein, es ist, weiss nicht, das probiert und ich habe es mega nice gefunden. Mhm. Also es ist wirklich so wie 5-6, ja, wie gesagt, eine Falafel hast du bekommen, wo so ein bisschen Kohlenhydrate dazu und dann so 3-4 verschiedene Sauce, Toppings, also irgendwie eben die Crevette-Mischung, was das Hauptding ist vom Acarache, irgendein Mousse, irgendeine Sauce noch dazu, ein bisschen Tomate und Zwiebeln und also wirklich so das, was ich liebe, wenn du so verschiedene Geschmäcker kannst kombinieren kannst. Mhm. Also ich kann es absolut empfehlen, das zu probieren und hier das Bildmaterial dazu noch. Oder jetzt, Paradiesisch oder Strand hinten dran. Genau, also absolut, absolut gut und füllt einem gut. Ja, ich glaube, da können wir schon die Acarache abschließen. Ich glaube, viel mehr können wir nicht dazu sagen. Ja, die Tage waren halt immer recht repetitiv. Ja. Strand, am Abend das Nachtessen hier mit den Leuten. Go, Ausgang. Pirinias trinken. Genau, Ausgang ist auch nicht verkehrt hier. Ja. Also ist es nicht so wie in Pipa. Mhm. Aber es hat sehr gemütliche also Samba. Nächte auf der Strasse, wo man muss überall ihre Caipirinha wegen vorziehen und ja, und dann kannst du da den Abend geniessen mit Samba und Caipirinhas. Und ja, vielleicht kann man noch erwähnen, wir haben, glaube ich, 3 Caipirinhas für 25 Reais, was 4 Franken, nicht mal 4 Franken sind. Das ist schon krass. Das ist wirklich und das ist nicht, crazy. Er hat nicht gespart mit dem Cachaça, da ist der Alkohol drin. Seine Bar heisst Ninja Bar, weil er mischt. Sehr lustig, dass er eigentlich nicht mischt. Also je nachdem bekommst du einfach wirklich pur Cachaça mit kleinen Limetten. Oder manchmal ist es auch gut gemischt, aber je nachdem, wie spät es ist, desto weniger gut mischt er. Ja, und das ist mir so das Ding, eben, viele haben mit Leuten diskutiert oder darüber geredet, dass man denkt, hey, Brasilien sei viel teurer, als es eigentlich ist. Klar, wie immer, man kann es teuer machen, aber man kann hier absolut günstig durchkommen. Günstiger als Mexiko, das hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt geht. Mhm. Oder dass es das so geht, aber ja, das ist absolut auch kein Faktor, nicht auf Brasilien zu kommen. Genau. Gut, ja, wir haben hier noch etwas Kleines vorbereitet, dass wir gleich die Zeit ein bisschen voll bekommen, ja, will ich sagen. Und zwar habe ich hier für dich etwas vorbereitet, Larissa. Bin ich gespannt. Ein kleines Spiel, und zwar... Du hast leider noch Gang dran. Die Redigung fällt es jetzt so an. Ist im Kommen. Mal schauen, ob wir es abwenden können. Also, wir sind... Brasilien, oder beziehungsweise Itacaré ist abgeschlossen. Itacaré ist abgeschlossen. Genau, und kommen jetzt zu einem anderen Backpackering, das nur auf Brasilien bezogen. Aber wir sind, wie viele Hostels sind wir bis jetzt? Boah, keine Ahnung. Wir haben ein paar Dorms gesehen von innen und von außen. Und da gibt es immer so verschiedene Faktoren, wo wir uns darüber freuen, wenn etwas ist oder etwas nicht ist in einem Hostel. Es gibt ganz viele Faktoren. Und die auch schon Hostels unterwegs waren, können jetzt mit uns mitfühlen. Und die anderen... Die können sich jetzt drin fühlen. Also muss man das Mikrofon gut anklippen. Und ich hoffe, der Ton ist einigermaßen immer noch gut. Also, ich habe 12 Sachen aufgeschrieben hier. Ja. Und zwar tue ich die präsentieren und du musst die rangieren. Von 1 ist der am wichtigsten und 12 ist am unwichtigsten. Okay. Also, für dich als Frau ein Female-Only-Dorm. Also, es nur Frauen in einem Zimmer sein, was es gibt nur Mixed und Frauen ohne. Und Männer gibt es manchmal schon, aber es ist sehr selten. Female Only gibt es fast immer. Also erst rangieren, nachdem wir alle vorgestellt hast? Genau, du dir alle vorstellen kannst. Okay. Vielleicht kannst du es im Kopf schon machen. Ja. Ein Bett unten zu haben, wenn es ein Hochbett hat. Mhm. Eine Leselampe haben. Ich kann das irgendwie so. Maximal 4 Personen sein in einem Zimmer. Mhm. Und vielleicht kannst du es dann auch im Prozess auch noch mitnehmen, dann wir es noch nicht zu fest sortieren, aber im Prozess mitnehmen, was für dich wichtig ist. Okay. Eine Steckdose beim Bett haben. AC, also eine Klimaanlage im Zimmer haben. Einen Vorhang haben. Ein WC im Zimmer haben, weil manchmal gibt es die draussen auf dem Gang oder irgendwo noch weiter weg. Wasser haben, bzw. einen Wasserfilter, um einfach immer irgendwo in der Küche das Wasser auffüllen. Ein grosses Schliessfach, wo man den grossen Rucksack rein tun kann. Ein kleines Schliessfach hat es eigentlich fast immer, aber einfach ein grosses.
ein Tablar und eine, also ein Tablar-Ablage, irgendeine Seite, Ding, wo man die Sachen her tun. Beim Bett. Mhm. Und nicht so 10x10 cm, sondern eine kleine Fläche hat. Und dass das Hostel nicht mehr als 10 Franken kostet pro Nacht. Vielleicht wir gehen hier davon aus, dass es Zimmer sind, wo alle super Bett sind, ein sauberes Küsschen, eine saubere Decke und das Zimmer jetzt nicht gerade, ja, weiss nicht, wie es stinkt. Also das ist mal so die Ausgangslage, weil sonst würde man das wahrscheinlich zu oberst oben her tun. Also, tu uns mal schnell mitnehmen auf, wie du was rangiert hast. Soll ich mit Nummer 12 anfangen? Ja, kannst du mal unten anfangen. Also, ist, für mich ist Nummer 12 Female-Only-Dorms. Ich weiß nicht, ob es auch damit zusammenhängt, dass halt wir immer zusammen unterwegs sind, zusammen im Dorm. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht jetzt auch je nach Land man als Frau lieber ein eigenes Dorm hat oder respektive mit anderen Frauen und nicht Männern drinnen zu haben. Man kann sich auch ein bisschen freier bewegen, indem man sich einfach vielleicht auch mal umziehen kann. Ohne dass man irgendwie auf die Toilette gehen muss. Aber ich sage jetzt für mich persönlich, weil ich mit dir unterwegs bin, ist es für mich nicht relevant. Dann jetzt Nummer 11, das grosse Schliessfach für einen Rucksack, ist für mich wirklich nicht relevant. Also das ist sogar, wenn ich, bin ich zwischen 11 und 12 gewesen. Das ist immer sehr wichtig, dass es ein kleines Schliessfach hat für eigentlich die Wertsachen, für einen Laptop, Pass und so zum Reintun. Ich klammere, das ist immer gleich ein Alibi, weil meistens kann man mit zwei Schrauben den Schlüssel abnehmen oder mit einem halbwertigen Zangli kann man die Schlüssel eigentlich knacken. Es ist halt wirklich für das Gewissen, wenn man die Sachen einbeschließt. Es ist das gleiche Prinzip, wie man ein Body tut, mit dem Tüchli die Wertsachen zudecken. So ein nach dem. Genau. Aber eben, dass man den grossen Rucksack muss versorgen muss, brauche ich eigentlich nicht. In der Regel schiebt man sie irgendwie unter ein Bett, nachdem man ihn ausgeräumt hat. Oder kann er schon irgendwo deponieren. Dann WC im Zimmer. Das ist bei mir ganz weit unter. Ich bin nicht Fan von einem WC im Zimmer. Ich bin Fan von, wenn das WC um die Dusche, weil das in Mehrzahl außerhalb ist. Wir sind jetzt hier ein paar Mal in Brasilien, dass man einfach im Zimmer eine Toilette und eine Dusche hat. Und wenn man da irgendwie 6 oder 8 im Zimmer ist, ist das einfach ständig besetzt. Es ist dreckig, es ist unordentlich und die Duschen außerhalb des Zimmers werden auch viel regelmässiger geputzt. Genau. Plus muss ich sagen, meistens hat es nicht nur das WC gegeben im Zimmer und keine anderen. Ja. Und ja, da hast du auch wirklich keine Ausweismöglichkeit. Wenn jetzt mal so eine Tante sich halt da parat macht, eine halbe Stunde, eine Viertelstunde lang in die Dusche mit langen Haaren und Duschen und Schminken und Zeug und Sachen. Und dann ist das Bad halt einfach eben drei, vier Stunden lang besetzt. Geht speziell bei den brasilianischen Frauen. Ein bisschen mehr, ein bisschen länger gegangen. Aber von dem her ja, ist es sicher, wenn man eine Ausweichmöglichkeit hat. Und eben nicht unbedingt der Luxus ist, dass es im Zimmer ist, sondern eher negativ behaftet. Ja. Das nächste wäre Leselampe. Ich finde eigentlich Leselampe, es ist schön, wenn es eine hat, aber man hat sehr, sehr viel kennengelernt. Ich habe am Anfang gedacht, oh, das nervt mich mega, nicht kein Licht im Bett. Aber wiederum, muss jetzt halt vielleicht auf Brasilien bezogen, es hat oft keine Vorhänge bei dem Bett und darum brauchst du eigentlich auch kein eigenes Licht im Bett drin. Und dann brauchst du echt Taschenlampe vom Handy. Und lesen tun wir sowieso nicht. Ich denke, die Leselampe kommt bei dir am Schluss. Weil das ist ja indirekt der Grund, warum du die Arme gebrochen hast. Weil du ein anderes Bett bist, aufgeklettert, für die Leselampe gehabt. Stell dir das, was du hast. Das hat eigentlich wirklich irgendwie Platz 100 sein. Das nächste ist dann Wasserfilter. Wasserfilter ist mega... Jetzt hast du eins übersprungen, glaube ich. Das nächste ist... Ausser du willst noch wechseln. Ich wechsle, ja. Das nächste ist Wasserfilter. Ich finde es mega cool, wenn sie in den Hostels Wasserfilter hat, dass man nicht Wasser kaufen muss. Aber in der Regel war das Wasser nicht fein. Oder es hat ewig gehabt, bis man es kaufen kann, weil es sich rauströpfelt. Und darum muss ich sagen, finde ich es jetzt fast besser, so, wie wir es jetzt hier gemacht haben, dass wir so einen grossen Tank gekauft haben und unser Zeug auffüllen können, wenn wir wollen. Ja. Kommt immer auf das Wasser drauf an. Ja, das ist so. In der Airbnb haben wir meistens einen guten Wasserfilter gehabt, wo das Wasser gar noch kühlt und wirklich geruchsfrei ist. Aber zum Teil ist es chlorig, es schmeckt erdig und gibt mehr als Wasser. Snobs aus der Schweiz, glaube ich, da können alle nachvollziehen, wenn wir vom Wasser an können trinken. Haben wir halt einen kleinen höheren Anspruch, sage ich jetzt mal. Aber man gewöhnt sich daran. Das nächste wäre maximal 4 Personen im Zimmer, das ist jetzt Platz 7. Ist für mich nicht so wichtig, die Anzahl der Personen. Wir waren schon in Zimmern, wo wir gefunden haben, komm, wir gehen mal in kleinere Zimmer. Aber es war auch so, dass das Zimmer an sich viel kleiner war, viel weniger Platz. Und wiederum irgendwie in Achterdorms hast du einfach einen riesen Gang zwischen, wo du deponieren kannst, die kannst du bewegen. Darum schauen wir eigentlich gar nicht mehr so drauf,
je weniger Personen, desto besser, sondern in der Regel ist es so, je mehr Personen in einem Zimmer sind, desto grösser ist es. Und desto besser ist es auch zum Socializen. Ja, irgendwie. Definitiv. Wir haben es jetzt auch wieder hier gemerkt, wir haben jetzt ein Privatzimmer in einem Hostel drin. Und du kommst schon zum Socializen, aber es ist ein ganz anderes Ding, wenn du keine Ahnung, aus der Dusche so kommst, bei dir das Gespräch anfährst, kommt dann jemand Neues rein, von wo bist. Du connectest so schnell mit Leuten, die du einfach in einem Privatzimmer nicht hast. Es ist einfach ein anderer Faktor irgendwie so. Ja. Das nächste hat Platz 6, wäre bei mir. Hat zwar Platz 1 auch müssen sein, Bett unger. Es ist zwar gäbig, ein Bett unger zu haben, aber ich bevorzuge eigentlich ein Bett oben aus dem Grund, dass man einfach so ein bisschen mehr Privatsphäre findet, wenn man oben ist, nur wenn man einen Vorhang hat. Aber. Weil dort hat man so ein bisschen mehr irgendwie seine Sphäre und kommt irgendwie weniger mit, was so am Boden unger abläuft. Aber ich glaube, das ist so meine persönliche Präferenz. Dann Nummer 5 wäre Tablar-Ablage. Das finde ich eigentlich recht wichtig, dass es das hat, weil ich es echt gäbig finde. Wenn du schon mal 2-3 Sachen kannst deponieren, sei es so die Wasserflaschen. Wir haben es jetzt hier sehr, sehr viel in Brasilien nicht gehabt. Im asiatischen Raum sind sie immer besser ausgestattet, sind eigentlich die Hostel-Dorms. Man gewöhnt sich halt daran, man tut das Zeug irgendwo her, aber ja, das kann dann auch mal neben dem Bett runterfallen. Oder wenn man oben ist, ist mir auch schon das ganze Necessaire auf das untere Bett runtergefallen. Zum Beispiel die Person nicht der gewesen. Oder noch schlimmer, wenn das Handy hinter das Bett hinter runtergefallen vom unteren Bett und irgendwie noch so ein Schliessfach ist, wo man muss vorziehen. Also wirklich, ja, das Bett, das ganze Bett musst verschieben für eben ein Handy oder eine Powerbank oder so Zeug, die halt perfekt da reinpassen in die Spiele. Kopfhörer, AirPods, alles. Ah, die AirPods sind mir noch schon runtergefallen. Aber meistens zu mitten der Nacht passiert es, dann kann eine schlechte jüngere Person wecken. Das nächste wäre der Preis, 10 Franken pro Nacht. Ich habe es auf Platz 4 und nicht weiter oben, weil es geht auch 12, 13 Franken. Sag ich mal, wenn es 15 übersteigt, ist es selber schon so, wir mal schauen, wie die Privatzimmer sind. Und es kommt auch mega auf das Land drauf. Jetzt in Mexiko haben wir sehr viel, 20 Franken pro Person für einen Storm gezahlt. Das war aber teurer gewesen. Weil es aber auch bessere eingerichtete Hostels waren. Das kann man sagen, die Infrastruktur war um einiges besser. Ja. Ich glaube, in all diesen Ländern, jetzt gibt vielleicht Japan und Südkorea ausgeschlossen, bekommt man meistens Storms zwischen 10 und 15. Standard höher oder tiefer, halt je nachdem. Aber es ist eigentlich in jedem Land möglich, für 10 Franken zu übernachten. Halt eben, manchmal muss man ein bisschen Abstriche machen. Wo eben die, sag jetzt mal, Grossteil von diesen Sachen, die hier aufgeschrieben sind, manchmal nicht drin sind. Das nächste wäre Nummer 3, AC. Wir waren eigentlich vor dieser Reise nicht so AC-Fan, weil wir uns immer verkältet haben, aber irgendwie hat unser Körper sich einfach daran gewöhnen. Und gerade wenn viele Leute im Zimmer sind und man nur einen Ventilator hat, kann es echt schon recht schnell anfangen müssen. Und darum finde ich einfach irgendwie, AC bringt so ein bisschen frische Luft rein. Und jetzt, gerade hier in Brasilien, sie sind nie eiskalt eingestellt, sie sind regelmäßig auf so 24 Grad und ja, schlaft man um einiges besser. Genau. Und das eine ist eben natürlich die frische Luft, die sie reinbringt, aber sie tun meistens auch Feuchtigkeit raus, weil es halt in diesen Hostelzimmern auch ziemlich hoch ist, die Feuchtigkeit, von halt Sachen aufhängt, zum Trocknen etc. Und das ist übrigens ein Punkt, den ich gerade vergessen habe aufzuschreiben, wo mir mega wichtig wäre, ist irgendein Ort außerhalb vom Zimmer, wo man kann die nassen Kleider aufhängen, Tüchli etc. und das eben nicht musst im Zimmer innen anfangen, ein Wäschhänkchen basteln. Das habe ich jetzt auch nicht getroffen. Das wäre auch irgendwo für mich im oberen Bereich. Kommen wir jetzt gleich ein. Nein, Nummer 2 wäre Vorhang. Den habe ich jetzt schon 5-mal erwähnt hier. Ich finde es ein mega Luxus und mega schön. Also Luxus ist einfach ein bisschen übertrieben. Aber es ist ein ganz kleiner, einfacher Luxus. Luxus in einem Dorm. Wo ich nicht verstehe, warum sie das nicht machen. Das verstehe ich nicht so einfach. Einfach irgendwie, also vom unteren Bett sowieso. Aber auch oben einfach irgendwie eine Stange zu montieren, ein Vorhängchen dran zu tun. Es gibt einem so viel mehr so Komfort in einem Zimmer. Es gibt das eigene Zimmer eigentlich. Ja, so, finde ich auch. Number one ist meine Steckdose. Aus dem Grund, es ist immer wichtig, dass man seine Sachen kann laden kann. Und ja, einmal ist ein Becken, wo die Steckdose nicht funktioniert hat. Und dann musst du irgendwann im Zimmer einiges suchen. Und ja, das Zeug nicht bei dir, deine Wertsachen. Und von dem her gesehen, ja, das ist Number one. Gut, tun wir Recap. Nummer 1 Steckdose, 2 Vorhang, 3 AC, 4 10 Franken pro Monat, 5 Tabak. Pro Nacht, nicht pro Monat. Pro Monat. 5 Tablar, 6 ein Bett unten zu haben, 7 nicht mehr als 4 Personen im Zimmer, 8 Wasserfilter bzw. einen Wasserspender haben im Hostel, Leselampe auf dem 9, 10 WC im Zimmer, 11 grosses Schliessfach und 12 Female-Only-Dorm. Ich weiss, es gäbe sicher noch mehr Punkte, die man hier auf die Liste tun könnte. Ich musste irgendwo Limiten setzen
und für die Sachen, die ich das Gefühl habe, die uns am meisten über den Weg gelaufen sind. Oder es fällt dir noch so ein, was hat gefällt auf dieser Liste? Das Morgen im Begriff im Hostel. Das hatte ich noch drauf, aber ich dachte, hä, wir haben so manchmal sind wir nicht gegangen oder ist es nicht so eine Sache gewesen? Ich weiss, aber irgendwie finde ich es gleich cool, weil es gratis essen, also gratis ja für Zeichen essen gibt. Ja, ja, das ist jetzt hier in Brasilien vor allem viel der Fall gewesen. Ja. Vielleicht auch wegen dem, weil es halt so Standard ist, mhm. irgendwie, dass du das Morgen immer dabei hast und, das ist eben, so. Und nicht einfach nur ein Toast und fertig, sondern irgendwie ein Müsli, irgendwie, manchmal mhm. sogar ein Buffet, manchmal sogar frisch gekocht. Tapioca oder so. Genau. Wie sind wir zeitlich drinnen? Weil jetzt kommen wir eigentlich noch zum Brasilien Recap. Nein, so ein bisschen mehr als 10 Minuten. Nur noch für ein Recap? Yes. No. Also. Aber wir haben hier Karten. Wir haben wieder 15 Fragen. Nein, 14 Fragen besser gesagt. Wir haben Karten von 1 bis 14. Der Joker ist das 14. Und ich würde sagen, du die mischst und dann kannst du Karten ziehen. Weißt du, was ich noch überlegt habe? Du hast gesagt, wir haben nur noch 10 Minuten. Aber es gibt nächste Woche keine Episode oder keine deutschsprachige. Vielleicht können wir es ein bisschen überziehen. Weißt du, was wir machen? Wir wünschen euch hier an dieser Stelle eine schöne Woche. Wir machen hier zwei Teile draus. Dann gibt es halt zweimal eine halbe Stunde jetzt für euch. Aber und dann habt, ihr nächste Woche ja, Episode. Mhm. Und dann machen wir übernächste Woche die englischsprachige Recap machen. Weil wir ja, auch werden einen Reisetag haben in Peru. Für, mhm. Das können wir jetzt vielleicht sagen. Wir gehen Peru. Wir gehen Peru. Genau, nach Brasilien. Und dann wird es so eine halbe Woche sein, da wir auch schon überlegt, wie wir das genau machen wollen. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach hier eine Frage. Also machen wir, jetzt haben Sie ganz verstanden, machen wir jetzt zuerst noch einen Schweizerdeutsch-Recap und einen Englisch. Genau, wir tun es hier heute beenden. Okay. Kürzeren Podcast diese Woche. Hey, nächste Woche habt ihr den Recap von Brasilien. Auf Schweizerdeutsch? Auf Schweizerdeutsch. Und übernächste Woche gibt es dann eher für unsere internationalen Leute noch die englische Episode. Die kommt dann eher aber wieder auf YouTube. Okay. Genau. Aber dann habt ihr nur eine Woche Pause und zwei kleine Dosen unterwegs daheim. Ich weiss, Batz ist ja spontan heute. Gell. Da hätte ich ein bisschen länger geredet vorher. Das hat mich gestresst. Ja gut, also, der hat einfach einen kleinen Teaser hier. Das sind Karten. Wir ziehen es jetzt natürlich durch. Wir machen eine zweite Runde. Und ja, ich beantworte hier ein paar Fragen, noch beantworten, mhm. die wir uns gegenseitig rausgesucht haben und wieder nach dem Spielprinzip hier. Und ja, das ist doch nicht die letzte Episode von Brasilien. Das ist in dem Fall für die, die jetzt wirklich bis zum Schluss gehört haben, die sind dann plötzlich so, ah ja, okay, ich weiss, kommt eine neue, und die auch nicht bis zum Schluss gehört haben, warum haben sie jetzt gleich eine? Aber uns ist es genau so gegangen, in Brasilien, wir haben immer alles rausgezögert. Wir sind länger an einem Ort geblieben, wir haben gedacht, auch hier, wir haben gedacht, wir gehen von Itacaré fort, heute. Das haben wir gleich nicht gemacht. Gestern? Also gestern? Heute gehen wir. Heute ist Sonntag, ja, stimmt. Und Larissa-Wochentag in der Ferien. Larissa-Wochentag, genau. ja, und dann hätte ich gesagt, machen wir das so. Also, dann fangen wir. Du hast einen schön vorgehustet, die Leute. Du hast einen verabschiedenden guten Huster. Dann gehen wir jetzt durch, weil so geht es uns gegenseitig, Larissa mit dem Husten und ich seit zwei Wochen am Morgen um 6 Uhr mit dem Husten geweckt zu werden. I'm so sorry. No. Also in dem Fall, ich sehe es nächste Woche schon, er ist zugelassen. Ciao. Tschüss.